So, hallo, liebe Leute. Irgendwie mache ich ständig alles falsch hier. Weil nachdem ich neu geladen habe, habe ich, zumindest glaube ich, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe, aber er hat nicht aufgenommen. Und ich habe das natürlich erst irgendwie eine Viertelstunde später gemerkt. Das heißt, ich habe jetzt hier schon alles in die Wege geleitet. Ich habe irgendwie einen neuen Arbeitsplan erstellt, damit die wichtigsten Sachen hoffentlich zuerst gemacht werden. Und ich habe außerdem hier die Solarzellen und die Batterien und den ganzen Scheiß, den wir da gebaut hatten, dann wieder aufgebaut. Also habt ihr nicht allzu viel verpasst. Carsten und ich sind mittlerweile dabei, Gazellen zu jagen. Und ja, Naomi liegt im Bett und ist relativ ungesund immer noch. Und ja, das ist halt alles, nicht? Aber dafür lebt Bench noch. Und das ist ja auch nicht schlecht, ne? Heiko, deine Wäsche ist fertig. Danke. So, also kann es weitergehen hier. So, ich hoffe, jetzt nimmt das wirklich auf hier. Ich war jetzt gerade beim Trockner, habe meine Wäsche rausgeholt. Also, was wollte ich erzählen? Okay, wir haben jetzt hier... Also, wir müssen ja noch die Zonen anpassen hier. Damit die lustigen Tiere uns nicht auf dem Essen herumlaufen. Brupp. So. Hier haben wir noch ein Feld. Ich meine, momentan wird da eh nichts angebaut, weil es Winter ist. Aber wer weiß, könnte ja noch passieren. Ja. Dann müssen wir hier vielleicht ein wenig eine Mauer bauen. Och, warum legt ihr die Tiere nach draußen? Ich meine, ist im Freien, ist klar. So, Jefim kriegt Schlachten an Schlachtbank. Dann hoffen wir, dass die Tiere möglichst schnell noch zubereitet werden, bevor es am Ende dazu führt, dass die draußen vergammeln. Aber was wir hier mal machen sollten, ist, wir stellen hier ein, dass hier keine verrottenden, keine frischen und keine Leichen. Und dann machen wir hier stattdessen Lager... Leichentiere. So. Und nichts Verrottendes. So. Dann hoffen wir mal, dass die Sachen reintragen. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen Mauer bauen. Und dann hier. Damit wir unsere Tiere... Golderzmeteorit. Das ist natürlich cool. So, damit wir unsere Tiere schützen können hier. Dann können wir demnächst mal eine Killbox bauen hier. So, von hier kann keiner kommen, ne? Nee, gut. So, dann schauen wir mal, wo ist denn dieser Golderzmeteorit? Super. Gold ist ein wertvoller Rohstoff, den man gut verkaufen kann. Siehste, Bench macht sauber. Jetzt zufrieden, Markus. Das müssen wir dann auch langsam mal reintragen hier. Okay, ja gut, wir haben aber genug Essen noch da.
So, das sollte erstmal reichen an Fleisch, würde ich sagen. Ach so, okay. Was, Esel haben wir jetzt auch? Hatten wir die vorher schon? Alpaka? Ne, hatten wir noch nicht. Die Esel sind auch neu. Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Antiker Schrein. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Hier ist ein antiker Schrein. Hier wahrscheinlich, okay. Da könnten böse Sachen drin sein, glaube ich mal. Hydrokulturen abgeschlossen, okay. Dann, wie gesagt, Mark gibt ab, Quatsch. Bürger wollte Mörser. Haben wir noch Holz übrig? Ja, wir haben noch Holz übrig. Warum baut ihr denn die Scheißmauer nicht fertig, Leute? So, hier Aufgaben. Beliebige Steinblöcke für immer wiederholen. Sehr gut. Tragen wir die mal schnell rein, bevor die am Ende noch... Oh, blöde Ratte will nicht tragen. Wir hatten hier, wie hieß das noch, Steinbruchhausen oder so? Rimten. Mentone. Chispa. Anstandshagen ist auch gut. Anstandshagen, warum nicht? So. Es ist eine sehr, sehr fleischlastige Ernährung hier gerade. Aber gibt auch Milch. Gibt nicht nur Fleisch, gibt auch Milch. Riesenskarabäus verdirbt nicht. Okay. Das heißt, den können wir auch... Details, Insektenfleisch wollten wir ja auch machen, ne? Rohes geschlachtetes Fleisch kann notfalls zum Zubereiten von Rohverzehrung extrem unappetitlich, okay. Da jetzt gerade minus 9 Grad im Freien sind, abwechslungsreiche Entspannung benötigt. Ja, erstmal müssen wir hier, also erstmal kannst du hier den Scheiß abbauen, das wollten wir sowieso, und das hier. Und dann wollten wir hier die Wände und die Gänge begradigen, damit das hier nicht so hässlich ist. Hier muss ein Fußboden rein, der Raum lässt sich sonst nicht retten. So, und die Küche. So. Wen haben wir auf Bauen eingestellt? Macht das alles Markus alleine? Kann gut sein, aber müssen wir dann halt mit leben. So. Carsten holt mal die Bauteile hier. Das ist wichtig. Markus ist auch gerade gut gelaunt. Das heißt, der kann die mitnehmen. So. Dann gibt es jetzt auch gleich wieder Schnee, so wie ich den Laden kenne hier. Oh wow, die Flasche ist durchsichtig hier. Ich meine, gut, die Flasche ist immer durchsichtig, aber... Man erkennt sie kaum. Nahezu unsichtbar.
Haben wir irgendein Fußbodenmaterial hier? Nee. Und sie sorgt für Bauteile, sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir mit den Tieren hier über den Winter kommen. Ich glaube, wir brauchen mehr Tierzähmexperten. Truthähne. Oh, eigentlich müssen wir die Wildschweine jagen, aber das ist... ich meine, so ist Robert Baratheon gestorben. Ne? An der bescheuerten Wildschweinejagd. Und wer weiß, ob ich das Carsten mit seinem Präzisionsgewehr zutraue. Vorratskapseln zum Ort springen. Hoffentlich was zum Essen. Ja, Nährstoffpaste. Lecker. Super lecker. Haben wir eigentlich schon sowas wie ein Gefängnis, für wenn wir einen Gefangenen kriegen sollten? Noch nicht so wirklich, ne? Dann sollten wir das mal planen, zumindest schon mal. Und hier brauchen wir eine Wand. Wir haben leider noch keine Steine übrig. Und es schneit schon wieder, was? Warum liegen hier jetzt 6 davon rum? Wenig Medizin. Medizin kaufen bei Händlern. Okay, dann brauchen wir ja dieses Ding hier, dieses Handelsgedöns. Aber wo bauen wir das hin? Hier in den... Was ist nun los? Heiko ist zusammengebrochen und läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war, es ist Tag. Bin ich tatsächlich auf tagsüber eingestellt? Bin ich überhaupt gar nicht. Ich kann tagsüber schlafen, wenn ich möchte. Warum mache ich das denn nicht? Bin ich ja irgendwie selber schuld, ne? Aber... Okay. Hoffen wir mal, dass ich mich wieder einkriege. Was macht eigentlich Markus gerade? Unser Baumeister vom Dienst. Spielt irgendwie dieses Urbrett aus Holz. Ah ja, siehst du, Nussi. Mit Fokus hebt er das Gefängnis aus hier. Bauen wir mal eine Tür aus Stahl. Kriegen wir gleich wieder Mecker sonst. Kerstin kann nicht so gut Bauchrednern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Bergbauen meine ich, nicht Bauchrednern. So. Königlicher Tributeintreiber. Auch dieses Mal kann er sich wieder gehackt legen. Warte mal, wenn Bench fertig ist mit Saubermachen, soll er mal Handwerk, dann soll er mal hier die Steine machen. So. Cool. Zack, Gefängnis.
Ja, siehst du, jetzt kriegen wir bald auch schon genug Steine für den Fußboden aus Marmor. Bam, 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 badam, bam, badam. Fliese aus Marmor. Es hat immer noch, es ist immer noch der Rauchblattentzug, der Naomi ans Bett fesselt. Also das kriegen wir in den Griff. Irgendwann ist sie diese Sucht los. Oder wir bauen Rauchblatt an und geben ihr das und dann hören die Entzugserscheinungen auf. Funktioniert das so? So, können wir mal gucken. Peters Mechanoiden. Peters, Ratsvorsitzender der Fraktion Auerfanneroberon, hat ein dringliches Anliegen. Ein mechanoider Schwarm attackiert seit geraumer Zeit seine Siedlung. Er möchte, dass du den Mechs ein Signal sendest, um sie zu dir zu locken. Ja, das könnt ihr gerne wollen. Mache ich aber nicht, weil es gibt nur Groove und einen Psylink-Neuroformer, der den Verstand des Benutzers herstellt oder hochstuft. Aber dafür will ich nicht 1, 5, 6, 7, 8, 13 Mechanoiden. Nee, danke, das könnt ihr mal vergessen. Siehst du, geht doch. Sieht doch schon ein bisschen angenehmer hier aus, oder? Durchschnittlich, ja, sehr gut. Küche ist in Ordnung. Oh wow. Können wir hier? Bauen wir dann noch Nachttische auch aus Marmor. So. Dann glätten wir hier auch die Oberfläche. Dann sieht das auch wieder gut genug aus. So, aber wir brauchen mehr Holz. Und das kriegt man am besten, indem man Bäume abmacht. So. Dupdidu. Und die Bäume. Zack, hier auch noch ein paar. Da noch welche. Das, okay. Bin gespannt, wer das macht. Ob das Nussi macht oder ob er erst hier das Dingens Metall abbaut. Wand aus Marmor. Wenig Medizin. Haben wir hier nicht Medizin?
Pflanze Heilwurzel. Wachsen die nicht auch im Winter? Nee, scheinbar nicht. Stelle zum Meditieren benötigt. Okay. Wo machen wir das? Das sieht schon mal gut aus. Könnten wir nicht eigentlich hier noch eine Wand reinbauen? Nee, geht wohl nicht. Aber was wir machen können, ist hier den ganzen Quatsch mal einsammeln jetzt. Tragen. 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 Kann ich tragen. Tragen. Tragen, so. Ein skrupelloser Arzt der Fraktion Auer van Robron befindet sich auf der Durchreise. Er heißt Robert Bourbon. Ein skrupelloser Arzt. So. Oh, neuer Truthahn. Überfall, die Bringa-Familie. Hier unten, okay. Oh, das sieht ja aus, als könnten wir hier einen super Hinterhalt planen. Ne? Wenn die hier unten sind, müssen die ja im Prinzip hier durch. Dann können wir uns hier auf die Lauer legen. Oh, die kommen da schon durch. Kerstin ist wieder die Erste, also... Gut schießen kann sie, das haben wir das letzte Mal gesehen. Ha. Aber vielleicht nicht alleine. Oh je, geht das schon wieder los hier? So, warte mal. Bewusstloser. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Kerstin! Ja, ist logisch. Warum auch immer so eilig? Okay. Eieiei. Also hier eine Killbox hinbauen, wäre vielleicht gar nicht schlecht, wa? Es ist wieder ein einziger Clusterfuck hier. Tot in 5 Stunden, ne? Das ist alles nicht so gut. Markus ist auch bewusstlos. Verdammte Axt. Tot in 4 Stunden. Ah! Nein! Okay. Das ist wieder so eine Neuladensituation, würde ich mal sagen, wa? So wieder bei der 25-Minuten-Marke, was irgendwie scheint das eine magische Grenze zu sein jetzt. Oh nein, sie tragen Carsten weg und Markus und Jefin und Kerstin. Nur Nussi wollen sie nicht. Nee, warte mal, wer ist das hier?
Trägt Ratte. Achso, das war Ratte. Okay, gut. War eine gute Idee, aber probieren wir das mal anders. Kann auch anders die gleiche angreifen. So. Also, Tiere. Zack, neuen Truthahn. Und Wildtiere. Können wir wieder welche auf Kaputtschießen einstellen. So, Wildschweine lieber nicht. Steinböcke zähmen wir. Und da haben wir schon, das haben wir alles zugemacht. Aber das hier scheint eine gute Gegend zu sein, um hier mal ein Geschütz hinzuhauen oder zwei oder drei. Und dann müssen wir natürlich auch Strom hier hinlegen. Wo zum Teufel ist der Strom ganz? Irgendwie wäre das besser gewesen, wäre ich hier durch die Mitte gegangen. Ne? So. So, und dann machen wir natürlich hier offene. Dann können wir dann nachher auch Fallen bauen hier. So. Und hier. Gut. Haben wir irgendein Material, aus dem wir Fallen bauen können, von dem wir viel haben? Nicht wirklich. Falle aus Marmor. Wie viel Marmor ist denn das? 45. Ne, dann können wir 3 bauen oder so. Holz haben wir, glaube ich, haben wir das schon in Auftrag gegeben, dass wir hier Holz fällen sollen? Zu diesem Zeitpunkt? Ne. Machen wir das jetzt mal. Und Markus soll sich mal hier drum zuerst kümmern. So. Ach, Stelle zum Meditieren benötigt für Markus. Dup, 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 dup. Meditieren Stelle. Machen wir mal hier oben. Hier stört ihn keiner. So. Coolio. So, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder durch. Mal gucken, ob uns wieder jemand angreift. Aber dann haben wir hoffentlich ein oder mehr funktionierende Turrets hier. Also die sind eigentlich schon fast fertig. Okay, neuer Truthahn. Wir brauchen nur noch den Strom hier bauen. Und den ganzen Rest von den Sachen, die wir bauen müssen. Aber es sieht ja jetzt mittlerweile fast schon aus wie eine Basis. Nicht mehr, also wir sind nicht ganz so weit, wie wir waren mit der letzten Basis, aber wir haben Gefängnis, wir haben Zimmer für alle und wir haben einigermaßen genug Nahrung hoffentlich, um über den Winter zu kommen. Ansonsten müssen wir halt Wildschweine essen, es hilft dann nichts. Ja, aber sehen wir mal. Also, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, schreibt einen Kommentar, fände ich klasse. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, statt Filmabend. Tschüss.